Ja, wir haben das Kameradschaftsrennen haben wir heute durchgeführt. Das ist der letzte Event vom Skiclub Sölden für diese Wintersaison. Hier wird immer das Kameradschaftsrennen bleiben, wo wir eigentlich alle Klassen an den Start bitten. Vom jüngsten bis zum ältesten Teilnehmer, glaube ich, sind über 80 Jahre Unterschied. Die Teilnehmer kommen eigentlich hauptsächlich da aus dem Tiroler Raum, sind vorwiegend Läufer, die schon auch im Masterbereich, also bei den älteren Läufern her dabei sind, die viele Rennen über den Winter fahren. Aber immer wieder kommen auch welche aus dem Nordbereich Deutschland, Südtirol und ja, es ist ein internationales Rennen. Ja, und heuer steht das Rennen im Zeichen von der Brass Foundation, das ist eine Stiftung, die zwei amerikanische Familien gegründet haben, Ashley und Berlach, die quasi aufgrund des Ereignisses am 5. Januar 2015, wo die Lawine ins Rettenbachtal mit ihren Söhnen abgegangen ist und die dort tödlich verunglückt sind, und das wollten wir heute wieder in Erinnerung rufen. Brass Foundation is a foundation that was formed in memory of Ronnie Berlach and Bryce Astle, two U.S. ski team athletes that were killed in an avalanche between Piste 1 and 30, January 5, 2015. And Brass is a snow safety and avalanche education foundation. And we want to partner with Solden and with Solden Ski Club to make education available to the athletes and coaches here as well as in North America. Die Foundation, also die Stiftung, die sie gemacht haben, zielt darin ab, den Skitrainern, den Skifahrern, den jungen Skifahrern, den Kindern auch abseits des Trainingsgeländes zu zeigen, auf was man aufpassen muss, speziell wenn man im Gelände unterwegs ist, im freien Skiraum, und damit die Kinder und die Jugendlichen sowie auch die Trainer lernen, auf was sie sich einlassen, wenn sie abseits fahren. Ski racers are very safe on the racing venue. We have a lot of fence, B-net and A-net, and a lot of padding on the obstacles. And a lot of our training is not in the race venue, though. It's free skiing all over the mountain, and the coaches and the athletes need a small amount of education on snow state safety and avalanche awareness. It would have made a big difference for the group that was over here that fateful day in January. Das Kameradschaftsrennen wurde im Prinzip ins Leben gerufen, wie der Vater vom Hannes Fender gestorben ist, der Bruno Fender, da war das erste Rennen dann für die verstorbenen Mitglieder zum Gedenken, hat man das Kameradschaftsrennen gestartet und ist dann eigentlich jährlich durchgeführt worden. It's awesome. I love the fact that there are all ages. I love the name of it, Friends of the Mountain. I feel that it's the community of skiing that really is going to make Brass successful and make Solden a very effective partner for us in our efforts.